Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Alpha Saphir in der Randomizer Souling Challenge. Silber ist auch wie immer mit dabei, dann gebe ich mal direkt die Worte weiter an Silber. Ja, moin moin. Ja, mal gucken. Ehrlich gesagt habe ich vergessen, wo wir aufgehört haben. Wir haben die Arena gemacht. Genau, wir haben die Arena gemacht. Die Encounter, hier haben wir auch alle mitgenommen. Ich zeig nochmal kurz mein Team. Ja, mache ich jetzt. Die drei haben wir gefangen. Warte mal, Willi ist tot, ne? Genau, und Sandan ist bei mir tot, dann packe ich den auch zurück in die Box. Ja, bevor wir es vergessen. Ja. Gut, dass ich nochmal in mein Team gegangen bin. Also meine Todesbox sieht traurig aus. Lilie, Shiggy und schwarzes Kyurem, Alter. Haben will. Na hier, meine Requanzer, ey. Ja, das Traurige ist, schwarzes Kyurem ist noch stärker als Requaza. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, Meistergriff ist wirklich ein ganz schöner Bulle. Ja, ich weiß. Deswegen, also ich bin froh, dass ich Meistergriff habe. Aha. So, das ist jetzt nochmal mein Team. Kobalium Level 22, Meistergriff Level 24, Laternecto Level 17 und Faser-Snob Level 15. Ja, wow. Ich habe Heike Level 22, Panferno Level 23, Magnein Level 15 und Hafney Level 13. Ui. Mein höchster Wert ist aber 85, das heißt, der ist höher als dein höchster, glaube ich. Gucke ich jetzt nicht rein. So, wenn ich das jetzt noch recht in Erinnerung habe, müssten wir jetzt erstmal zu Troy. Genau, in die Höhle. Das hatte ich fast vergessen. Ich wollte jetzt schon nach Graphitport aufbrechen. Hatte ich fast vergessen. Und da ist auch schon Troy. Ja. Und da ist Kyogre. Leider wird es durch den Randomizer dann wahrscheinlich nicht Kyogre sein, den wir dann später, wenn wir bis dahin kommen, den werden wir da nicht antreffen. Mit ganz viel Glück haben wir dann eventuell trotzdem Kyogre oder eventuell auch Groudon. Wissen wir natürlich nicht. No. Aber ja, müssen wir gucken. Aber ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen lustiger so. Klar, ein Proto-Kyogre im Team zu haben wäre Overkill. Aber ja. Ich würde mich mehr über den Mega-Requanzer freuen. Oder den Requanzer mit der jeweiligen Attacke, aber gut. Genitstürmer, ja. Ja, ich vergesse die Attacke immer. Eine meiner Lieblingsflugattacken. Na. Alter, was hast du denn für einen starken Gegner gefunden? Für Baumwolle. Aber richtig, ey. Ah, ich bin weiter als du. Na, ich wurde auch aufgehalten. Ja, ich auch. Ich habe auch einen Pokémon gefunden, aber ich bin geflohen, weil ich keinen Bock drauf hatte. Fußkick bringt übrigens nicht viel, weil das Ding verdammt leicht ist. Na denn. Ey, auch noch paralysiert, ey. Du kannst mich mal. Ah, dann sammle ich mal währenddessen die ganzen Items hier ein. Hier liegt übrigens auch ein Megastein, ne? Okay, das wusste ich nicht, ne? Da liegt ein Megastein, im Salanit. Also. Links unten in der Stadt. Ah. Gut, dann. Falls ich doch auf zufällige Kämpfe treffe, heile ich meinen mal sicherheitshalber, weil. Ja. Ich will Meistergriff nicht verlieren. Hä, warum das denn nicht? Kann ich gar nicht verstehen. Diesen Ochsen will ich behalten. Hier haben wir den nächsten Encounter. Okay, ich bin auf dem Weg. Dauert oder kurz. Irgendwo hier unten kannst du auch angeln. Hallo Opa. Das ist Captain Brick, oder? Nein. Doch? Ja, doch, ist er. Captain Brick? Ich meine schon. Ja, ist er. Ja, Captain Brick, meinte ich doch. So, dann einfach hier irgendwo rein. Das war klar, dass du da in irgendeinen Trainer läufst. Hier sind so viele. Oh, okay, gut, ich wusste gar nicht, dass er sich umdreht. Ich laufe eigentlich immer am Rand lang. Gut, ich habe ein bisschen Angst. Obwohl, so viele Level, wie ich drüber bin. Diese Attacke, ey. Welche? Bam! Ja. Heike ist Level 23 und ich habe einen 90er Wert. Meistergriff ist Level 25. Mal gucken, ob ich heute noch den 100er Wert knacke. Meistergriff wird definitiv stärker werden als mein Kobalium. Wenn es um den höchsten Wert geht, eventuell ja. Aber insgesamt wertemäßig ist Kobalium besser. Ja. Wenn es um das Verhältnis zwischen den Werten geht. Ja, aber... Die Treppe hoch und dann links unten ist der Megastern übrigens. Hier? Hier die Treppe? Ist egal welche Treppe, da musst du ganz nach links unten. Ach so. Dadurch, ja. Und dann links unten, da wo es so glänzt. Ah. So. Dann mal Feuer. Und jetzt einfach irgendein Stück Wasser suchen. Angel? Ja, falscher Knopf. So, jetzt. Ups. Ich auch. Oh. Hey. Hey. Die Deine ist nicht schlecht. Deiner ist nicht schlecht. Einer hat nur Spätstep und Leben, sonst hat er nichts. Ja, aber trotzdem, die Verteidigung von Bälle, dem. Ich hätte mir Bälle kaufen müssen. Oh, ja. Ups. Ja, wird schon. Ja, ich habe nur noch 5 Bälle. Oh, Alter, ich wollte ihn gerade mit Palkia schwächen, weil er ein speziell defensives Biest ist. Aber er ist nur Level 5, Alter. Also ich habe meine Maus. Ja. Eine der vielen Pikachu nachmachen. Ja. Ich laufe schon mal ein Stück weiter. Ja, mach das. Du weißt ja, was du als nächstes machen musst, oder? Ah, ich denke schon. Hab Alzheimer. Aber wenn ich, dass ich ihn gefangen kriege, dann muss ich ihn wohl besiegen. Ich hau alle Bälle drauf, die ich habe, aber... Ich wäre jetzt nicht traurig drum, wenn ich die Maus nicht habe. Ja... Ich habe noch 2 Bälle. Ein Ball. Siehst gerade ein bisschen planlos aus. Hast du wirklich vergessen, wo du hin musst? Ich glaube schon. Unten rechts in das Haus. Ich habe keine Bälle mehr. Okay, dann kann ich gleich zum Pokécenter und die Maus wieder reinpacken. Also die Regeln natürlich... Findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung, wie immer. Ja. Aber wir haben es schon öfters mal erwähnt, was die Regeln sind. Also allein in der ersten Folge hat Henno so gut gehend wie es möglich, hat das versucht zu erklären, ja, wie die Regeln sind. Kann ich nicht erklären, sorry. Gut, ich war im falschen Haus. Ja, unten rechts, nicht unten links. Ah. Alter, ich habe das Game schon so verdammt oft durchgespielt, das ist nicht mehr feierlich. Der Typ gibt einem übrigens eine TM, ne? Zwar nicht die beste TM, aber die ist auch nicht schlecht. Also ich muss ja nur mit dem quatschen, ne? Ja. Dann kämpfe ich mal schon mal, ne? Nein. Nein? Also ich muss hier... Na doch. Ich muss die Maus wieder wegpacken, aber gut. Ja, ist egal. Die kannst du eigentlich auch erstmal im Team behalten. Ja, die brauche ich erstmal sowieso nicht. Ja, du musst die ja nicht benutzen. Ja, dann levelt die zwar wegen EP-Teiler, aber das ist ja eigentlich sowieso nicht so wild. Nö. Nee. Oh scheiße, mein Palkia fehlt noch 4 Leben. Ich verkack den Kampf, definitiv. Aber richtig. Tot. Ja, gut, er ist in der Stärke. Sie ist in der Stärke-Rangliste auf Platz 27 bei Team Aqua, okay? Mit dem WhatsApp, gut zu wissen. Mal gucken, was wir bei dir haben. Nocturne, okay. Diese Pokémon sind so random, ey. Ja, ist halt eine Randomizer, ne? Ah. So, mal gucken, wie er darauf reagiert. Okay. Ibitak. Du kriegst einen Fußkick. So. Fuck weg, never come back. Die Maus hat Donnerschock erlernt. Ja. Er hat schon einen Megastern, das ist unfair. Ich will auch. Mhm. An seiner Kette hat er ja einen, da oben im Anker sieht man's. Ja. Alter. Alter. Giratina ist Typ Geist, Drache. Kampf hat keine Wirkung und normal hat keine Wirkung auf ihn, ne? Gestein hat Wirkung. Ey, jetzt auch noch paralysiert, ey. Du kannst mich ja Giratina verrecke. Ja, ein Attacke und dann verreckt er. Ja, das liegt einfach an Meistergriffs verdammt hohem Angriffswert. Weil Giratina ist eigentlich einer der defensivsten Legis. Ey, wie du. Also die Def-Werte an sich hat er nicht schlecht. Er hat den Omniboost, das heißt, er wird einen Attacke jetzt wahrscheinlich noch überleben. Du musst dich heilen übrigens. Ja, mache ich jetzt auch. Ja, nicht, dass der drauf geht. Das wäre viel zu schade. Oh ja. Dann habe ich wirklich ein Problem, wenn der drauf geht. Hast du nur normale Tränke oder was? Hm. Oh. Nee, nee. Das ist mir gerade so hartnäckig hier. Ja, geh auf Kobalium. Na gut, den kann er nicht viel. Ja, kann er auch nicht. Total, glaube ich. Sonst die anderen Attacken haben halt keine Wirkung. Ja, dann richtet das jetzt Kobalium, ciao. Ja. Giratina hat zwar ein, also die Death-Werte von Giratina sind zwar nicht an sich nicht so extrem hoch, aber der hat ziemlich viele Leben, zusätzlich zu nicht ganz schlechten Death-Werten. Deswegen. Wow. An sich den normalen physischen Death-Wert haben einige Legis besser, zum Beispiel Kobalium, aber Kombination mit den Leben und dann noch die Spätzdev ist Giratina halt eins der defensivsten legendären Pokémon. Wenn man die Ultrabestien wegnimmt, weil Leben hat Schlingking mehr. Aber Schlingking kennst du noch gar nicht, oder? Schlingking? Schlingking. Ich weiß gerade nicht, wegen du meinst. Aus Sonne, Mond, eine Ultrabestie. Kenn ich nicht. Hab ich mir gedacht. Schlingking, den Namen könnte ich auch haben. Ja, kleiner Random-Fakt, so viel wie Henno in der Aufnahme oder zwischen in der Zeit, sag ich mal, ist. Also ja, passt. Wer ist Random-Fakt? Er liebt Erdnüsse. Erdnüsse, Mann. Auch wieder. Ja, ich muss sagen, ich mag Cashewcane lieber als Erdnüsse, nur die sind dreimal so teuer. Ja. Wo weniger dann drin ist. Deswegen nehme ich meistens Erdnüsse. Falsch, da müssen wir nicht hin. Ach so. Ich hab gerade bei dir drauf geguckt. Ja, ich weiß. Ich habe selber vergessen, dass ich da nicht hin muss. Aber dann ist es mir wieder eingefallen. Manchmal ist das Pikachu gerandomized und manchmal ist es nicht gerandomized, deswegen, wir müssten das einfach mal ausprobieren, Wettbewerb machen und dann mal ausprobieren, ob wir das Pikachu bekommen oder ob wir ein gerandomized Pokémon bekommen. Du musst erst nach oben weiter probieren, auf die Route zu gehen, dann triggert das. Ach so, okay. Da bin ich schon froh bei den ganzen Gequatsche, dass wir eine 200er Geschwindigkeit haben. Zwar negativ für die Musik jetzt im Hintergrund, aber ja. Das sieht mir gerade so aus, als hättest du den Speed gar nicht auf 200, das sieht bei dir so langsam aus. Nö, nö, ist auf 200. Okay. Na ja, gut, die Bildschirmübertragung und Discord leckt auch gerade ein bisschen, aber... Na. Solange es in der Aufnahme nicht leckt, ist es ja scheißegal. Bei dir geht's gerade. Ja. Welchem Pokémon nehme ich denn teil? Willst du da echt teilnehmen, ja? Ja, einmal, damit wir das Pikachu bekommen. Weil es kann sein, dass es gerandomized ist. Wenn es nicht gerandomized ist, holen wir uns dafür, aber weil es eigentlich ein statischer Encounter quasi ist und deswegen auch ein Encounter oben auf der nächsten Route 2 Pokémon, würde ich sagen. Also einmal halt den Routen-Encounter und dann das Pikachu als Encounter, wenn es nicht gerandomized ist. Würde ich sagen. Okay. Das überlasse ich ganz dir, ja. Ja. Alter, ich habe ein richtig cooles Outfit, aber das sieht echt cool aus, finde ich. Ich würde zwar in echt nicht anziehen, aber... Klar, du färbst jetzt die Haare und alles genauso wie er. Ich achte auch gar nicht darauf, was mein Pokémon für Attacken hat oder sowas für Wettbewerb. Ich nehme einfach nur teil, damit ich das Pikachu bekomme. Ich kenne mich auch gar nicht an ihn, ich hasse Wettbewerbe eigentlich, aber... Ich habe die, glaube ich, auch so gut wie noch nie gemacht irgendwie. Palkia ist das nicht süße, also das... Wenn es um süß geht, das negativste Pokémon, wollte ich gerade sagen. Von dem, die ich habe. Hey, jetzt sieht meine Geschwindigkeit wirklich nicht mehr aus wie 200. Hey. Ja, wenn du den Vollbildmodus beendest, unten steht Geschwindigkeit. Ja, ich gucke mal ganz kurz. Ja, Geschwindigkeit, jetzt ist er gerade bei 150% von 200. Frag mich nicht, warum. Ach so, wahrscheinlich wegen der Festplattenauslastung, weil du ja das Video noch überträgst auf deinen Laptop. Nee, nee, der ist gerade fertig. Ach so, okay. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Bei mir ist er bei 199 von 200. Hm. Ja, erstmal so ein Palkia da reinsetzen, ey. Ja.